kommen ganz falsch. Wir müssen nach Kärnten jetzt gehen. Und bevor wir die junge, schöne Kärntnerin zu uns bitten, noch ein kleiner Beitrag von unserem Mitarbeiter Hermes. Nein, bleiben Sie jetzt hier bitte sitzen. Hermes hat es gewagt, als erster Willkommen Österreich-Mitarbeiter seit vielen, vielen Monaten, sich mit Kärntner zu besuchen, aufzusuchen und sagen, ich komme von Willkommen Österreich und ihr seid Kärntner. Das ist der Beitrag. Ja, uff. In jener Gasse, in welch selbiger einst Edmund Sackbauer seinen Nachwuchs Watschen androhte, die dessen Schädel 14 Tage zum Wackeln bringen würden, finden sich heute Kärntner in Tracht, Exilkärntner mit Heimweh und neugierige Wiener bei Wein und Brötchen ein, um das Kärntnerlied Leilafen zu lassen. Die Kärntner Landsmannschaft ist Mitglied des Verbandes der Landsmannschaften und der Chor ist eben ein Unterverein des Vereins der Kärntner Landsmannschaft. Wir singen und reden, der Kärntner ist das Leben. Wir grüßen euch mit Herz und Hand bei uns im Kärntnerland. Wie tut man sich da, wenn man als Wiener beim Kärntnerabend ist? Na, ja. Zweisprachige Ortstafeln, die Saualm-Debatte oder gar das Kärntner Einreiseverbot für Christoph Mohammed Grissemann und Stirkele waren kein Thema hier. So bedurfte es keines Versöhnungsversuches meinerseits und ich konnte furchtlos den fremden Zungen lauschen. Der Kärntner staunt, sinniert und meint: Ich hätte im Freimann Land keine Ruhe, ich müsste wieder heim und wann ich mit zerrissenen Schuhen ins Kärntnerland kam. Für mich gibt's nichts Schönes als das Wiener Lied. Aber ich toleriere natürlich das andere auch. Die zwei, die haben sie zusammengeschmuckt. Die zwei, die haben sie zusammengeschmuckt. Schmuck, schmuck. Und sie haben dabei den Saubern da druck, druck, druck. Und sie haben dabei den Saubern da druck. Ach ja, Seitenblicke waren auch dabei.